Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf test.net. Und heute wird es erneut technisch, denn EDEMAX hat uns erneut eine Sicherheitskamera zugesendet, und zwar die HD Wireless Day and Night Network Camera. Und was genau die Kamera kann und was alles in der Box drinsteckt, das sehen wir jetzt in diesem Unboxing-Video. So, als erstes hätten wir da einen Flyer, der uns einfach mitteilt, dass wir kostenlos die EDI-App herunterladen können im Google Play Store oder im App Store per Scan von diesen QR-Codes. Heißt also, Sie können quasi per Smartphone Ihre Kamera steuern und konfigurieren, was schon mal nicht schlecht ist. Als nächstes haben wir natürlich da die obligatorische Treiber-CD, ja, also quasi mit Software und allem drum und dran. Würde ich aber Ihnen empfehlen, einfach mal bei EDIMAX selber im Internet zu suchen und da für dieses Modell dann quasi den aktuellen Treiber und die aktuelle Software für die Kamera herunterzuladen, denn meistens ist das schon veraltet. Als nächstes haben wir da anscheinend, gucken wir mal, ja genau, das Netzteil. Ja. So sieht das Ganze aus, also ganz normales Standardnetzteil, ja, nichts Besonderes. So, als nächstes haben wir dann die Kamera selber, und zwar im schlichten Weiß und sehr kompakt gehalten, also fällt wahrscheinlich gar nicht auf, wenn wir das Ganze an die Hauswand anbringen würden. Und hinten zu sehen sind ebenfalls dann eben das Netzwerkkabel, ja, also Ethernet-Anschluss und dann eben auch den Stromanschluss. An der Seite finden wir ebenso einen Micro-SD-Karten-Slot, heißt also, Sie können da quasi eine Speicherkarte reinbringen und das Ganze dann auch abspeichern. Ja, die Kamera an sich sieht sehr, sehr gut aus, sage ich mal, vom Design her sehr schlicht, sehr einfach, unauffällig, so soll es ja auch sein. Und ja, sehe jetzt soweit keine Schäden, also von daher schon mal gute Arbeit und mehr Papierkram. Natürlich Anleitung nicht vergessen. Dann natürlich eben das angesprochene Ethernet-Kabel, ja, kommt also quasi beim Installieren hinten reingesteckt, ja, sieht dann so aus. Das andere Kabel kommt dann quasi entweder eine, ja, sag ich mal, Repeater, so eine Erweiterung quasi, so ein ja, fortlaufendes Netzwerkkabel, oder Sie stecken das gleich in Ihren DSL-Router rein, ja. Aber das steht dann, wie gesagt, nochmal alles hier kompakt geschrieben in dieser Anleitung. Ebenfalls haben wir hier Camera Mounting Brackets, ja, also quasi Schrauben und so weiter und so fort. Das lassen wir ein bisschen mal zu, nicht, dass hier alles rausfällt. Und jetzt gucken wir zum Abschluss mal hinten drauf oder vorne drauf, was die Kamera dann alles so kann. Also ein Nachtbild ist vorhanden, also quasi Nachtsicht ist aktiv. Dann natürlich ebenfalls eine Wärmedetection, also quasi Wärmebildkamera ist mit drinnen verbaut. Einen Video Alert quasi, falls jemand von der Kamera laufen sollte, zu einer bestimmten Uhrzeit, sagen wir mal nachts um 3, 4 Uhr Haustür, da wird da quasi Alarm ausgelöst. Dann ein 2-Wege-Audiosystem, quasi Ein- und Ausgang. Dann haben wir eine 720p HD-Kamera, also ganz okay. Und wie eben schon erwähnt, die Micro-SD-Karten-Slot-Zufuhr. Und hinten steht quasi alles nochmal beschrieben, wie man das Ganze installiert in der Kurzanleitung. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so schwer aus. Ja, wie diese Kamera abschneidet im Test, sehen wir gleich im Testlabor, denn wir schicken das Gerät gleich rüber zu den Kollegen. Und weitere Informationen sowie Testergebnisse dieser Kamera finden Sie natürlich wie immer auf test.net. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.